98. bin ich heute. 97 haben wir gefeiert. 1. Mai. Und kommen Sie gut, bin ich der Älteste. Älteste der Arische und der Älteste der Knappe. Bin ich auch. 3 Stunden kann man schon rechnen von da, bis kommen Sie gut zum Gehen. Das haben wir im Winter gegangen. War keine Fortlegenheit im Winter. Mit den Skihexen, so da, Mist, sonst nichts nicht. Wir müssen gehen, wir müssen alle Tage 8 Stunden arbeiten. Samstag auch, Montag auch, logisch, gell? Das ist so ein dummer Ausgang drauf. Dann haben wir Samstag um 4 Uhr früh angefangen. Um 12 Uhr sind wir frei gewesen, 8 Stunden. Ne? Dann ein bisschen umgezogen, ein bisschen gehausen, dann sind wir gegangen. Ein bisschen schwer zu verstehen ist das schon, der Johann Enzmann. Aber es ist schön, wie sich der 97-jährige Bergknappe noch so gut an seine Arbeit im Rauriser Bergwerk erinnern kann. Am Sonntag müssen wir hineingehen. Am Montag müssen wir 6 Jahre anfangen zu arbeiten. Das war schwierig. Das war schwierig. Vielleicht ist es wieder schöner gewesen, am Sonntag oder am Montag unter den Schlafen können, hat denn ja nichts ausgemacht. Ist der Postauto gegangen heraus und mit Einstein und Hamfahren ist nicht gewesen. Dann haben wir erst den Montag eingefahren gebracht. Da hat er früh weggefahren, mit 8 Mann raus. Und dann mit 10 ist schon gekommen gewesen mit ihm. Ja, da haben wir auch schon hin müssen. Jetzt auch schon länger. Jetzt. Und wir so in einem Gasthaus, was verzählt hat, haben wir dann gefragt, so und so, wie war es da oder da, gell? Dann ruft der junge Bursche und sagt, ja, warum ist jetzt so dumm gewesen, ist jetzt gegangen. Bleibst du da draußen, nicht? Für der Zeit nicht, gell? Nur gut verdient damals in Köln. Ohne das Tauerngold hätte es in den bayerischen Flüssen nie Goldfunde gegeben. Hier in der Goldberggruppe, zwischen dem Gasteinertal und dem Rauriser Tal, liegen die primären Goldlagerstätten auf über 2000 Meter. Die Bergflüsse befördern das Gestein bis ins Alpenvorland. Am Unterlauf von Inn und Isar bilden sich bei geringerer Strömung Kiesbänke. Und dort findet man dann den goldhaltigen Kies der Tauern wieder. Der Fachmann spricht bei solchen Kiesbänken von Goldseifen. Die Goldwäscher hier an der Rauriser Ache können deshalb genauso wenig oder reich mit Goldflimmerchen gesegnet sein, wie vielleicht ein Lenkrieser Goldwäscher. Vor rund 4000 Jahren wurde das Tauerngold entdeckt. Es gab Blütezeiten und Sterbezeiten im hiesigen Bergbau. Im heutigen Rauris finden wir noch viel von früher. Man hat hier alles sorgsam bewahrt und ist stolz auf seine Schätze. Im Heimatmuseum finden wir liebevoll zusammengetragene Bergbaugeräte. Gern erzählt uns Anna Olschinger etwas über deren Geschichte. Es waren die Steinhämmer. Was hat man mit denen zum gemacht? Klopfen vom Erz. Wie alt sind die? Ja, die sind sehr alt. Die haben wir von einem Stollen aus, also ganz hinten, 1,5 Kilometer im Stollen drin. Haben wir die unten außer, die haben wir bekommen. Also einen habe ich selber gefunden, ist der spitzige da hinten, der lange. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, der kleinen Hammer da, nicht? Ja. Zu den Sachsen hier, die wir sehen, was ist denn eine Sachse? Eine Sachse ist zum Goldwaschen. Also die haben früher schon Gold gewaschen. Es war so ein Nebenerwerb. Haben Sie diese Holzschalen selbst geformt? Die haben es selber geformt. Also das sind ganz alte, die drei Handreibsteine.
Und das sind kleine Steine, da haben sie dann gerieben. Sehen Sie, da ist ein Loch rein. Und da haben sie dann gerieben, das Erd so fein gerieben, wie es da Daumen ist. Haben sie den Daumen praktisch reingesteckt? Jawohl. Was kam da rein? Ja, das da haben sie das flüssige Gold reingeleert, das war dann die Unze, die Goldunze. Der Rojacher hat ja als erster reines Gold geschmolzen. Der hat von Schweden Quecksilber, also der hat ein neues Verfahren angewendet. Früher haben sie alles zum Geschmolzen. Das Gold haben sie ja geschmolzen mit Holzkohle, mit einem Gebläse, mit 1200 Grad erhitzt. Und dann haben sie es da reingeladen. Das sind Knappenhütte, also die haben wir von den Stollen aus. Ca. 1400 Meter sind die drin gelegen unter dem Sand. Sie sehen, wie der voll Sand ist und voll Schmutz. Im Hintergrund sehen wir eine Fahne. Die ist mindestens 200 Jahre alt. Aus Seide vergoldet, sehen Sie, die haben wir schon restaurieren lassen, natürlich. Dieses Knappenrost, dieser Holzschlitten? Die Knappenrost, das war der Schlitten von den Bergknappen. Da sind sie vor über 2300 Meter im Winter runtergefahren. Hinten sind sie gesessen, vorne einen Erdsack und so sind sie runtergefahren. War das nicht sehr gefährlich? Sehr gefährlich, aber da hat ja früher niemand gefragt. Und da hat sich auch der Rojacher schwer verletzt. Da ist ihm ein zweiter Bergknappe hinter den Rücken rein. Also er hat dann einen Stahlmieder getragen und ist eben dann vom Bergwerk weg, war dann Postmeister in Rauris. Ist mit 47 Jahren gestorben. Zum Held haben die Rauriser ihren Kolmnaz erhoben. Er war einer der ärmsten von ihnen und schaffte es mit Mut und Können bis zum Besitzer des Rauriser Bergwerks. Einer der wenigen, dem der Traum vom Gold in Erfüllung ging. Weit weg vom Mutterhort des Goldes, dem Gebirge, wurde zu allen Zeiten Gold gewaschen. Besonders aber an den Unterläufen von Donau, Inn und Isar, auch an der Salzach und an vielen kleinen Nebenflüssen. Die früheste überlieferte Nachricht einer Goldgewinnung geht bis ins 9. Jahrhundert zurück, als Kaiser Arnulf den Goldschmieden von Passau das Recht verlieh, in bestimmten Flüssen Gold zu waschen. Im 15. Jahrhundert, mit dem Aufschwung des gesamten Bergwesens, wurde von den Landesfürsten auch eine geregelte Ausbeute des Flussgoldes gewünscht und gefordert. Von den waschwürdigen Sandbänken unterhalb Kelheims bei Straubing und Stephans Posching berichtet eine weitere Quelle. Damals müssen die Goldwäscher auch gute Erfolge bei Bogen, Deckendorf und Vilshofen erzielt haben. Wenn man heute so auf die ausgebauten Flussufer herunterschaut, fällt es einem richtig schwer, sich das frühere Treiben dort vorzustellen. Bereits 1477 schloss Ludwig der Reiche, Herzog in Landshut, einen Kontrakt mit einer Gesellschaft zum Zweck des Goldwaschens an der Isar zwischen Plattling und Moosburg. In Moosburg selbst lebte bis vor wenigen Jahren einer der letzten bayerischen Goldwäscher. Wie die meisten seiner Vorgänger konnte auch er nicht vom Flussgold allein leben. Müller, Schreiner, Fischer, auch Maler, Wagner und Vogelhändler sollen die Berufe der ehemaligen Goldwäscher gewesen sein. Das ist wohl auch der Grund, dass sie damals keiner so recht ernst genommen hat, ihre Nebenbeschäftigung eher belächelte. Was wohl die Moosburger über den Karl Utz für eine Meinung haben? War das was Besonderes, also der Herr Utz? Ja, schon. Ich meine, ich bin damals so neu hergekommen, da war das für mich schon was Überraschendes. Sind Sie auch mal hingegangen zu den Stellen, wo er an der Isar war? Nein, so neugierig waren Sie dann doch? Nein. Ich glaube, dass er uns alle mitgenommen hätte. Ach so, eine Heimlichtour. Ein bisschen wunderlich muss er wohl schon gewesen sein, der alte Utz. Aufzeichnungen oder alte Geräte gibt es nicht mehr von ihm. Aber wir fragen halt noch einen Moosburger. Vielleicht weiß er noch etwas. Was war das für ein Mensch? Ein bisschen
Wie sag ich denn gleich? Eigenartiger heißen sie ja nicht. Das ist gut, Wäscherei da betrieben, nicht? Haben Sie ihm jemals bei der Arbeit zugeschaut? Sind sie Nein, habe ich nicht. Aber ich habe schon ein paar Mal geredet damit über die Gold, aber sonst eigentlich zugeschaut habe ich ihm nicht. Ich glaube, er hat das ja an der Isertraste da irgendwie gemacht. Genau. Ne? Also, ich muss jetzt gehen. Neben Moosburg und den vorhergenannten Städten gab es noch viele andere bayerische Goldwaschorte. Die Karte zeigt, wie verbreitet zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert das Goldwaschen bei uns doch war. Die dicker gezeichneten Flussabschnitte waren wohl ehemalige Waschdistrikte. München war zwischen 1674 und 1863 die Münzstätte. Hier wurden auch die Flussdukaten geprägt. Für Inn-, Donau- und Isar-Dukaten gab es je einen eigenen Stempel für die Rückseite. In der Mitte lagernd der Flussgott mit seiner Quellurne, am Rand den passenden lateinischen Spruch. Ex auro Isarae zum Beispiel, also aus Isargold. Von den Flussgoldmünzen gibt es 9 verschiedene Jahrgänge. Bei den Isarmünzen sieht man am unveränderten Stadtbild Münchens deutlich, dass der Urstempel nie erneuert wurde. Der schöne Turm links der Frauenkirche steht immer noch aufrecht auf der Münze von 1821, obwohl er bereits 1807 abgebrochen war. Das Wichtigste bei Münzen ist natürlich die Avers, die Vorderseite. Als erster ließ Kurfürst Max III. Joseph von Bayern eine Münze prägen. Dann Karl Theodor von Pfalz-Bayern. Ihm folgte Kurfürst Maximilian IV. Joseph von Pfalz-Bayern, späterer König Max I. und schließlich König Ludwig I. Aus solchen feinen Goldflimmern und Goldplättchen wurden die zehnerlgroßen, rund 3,5 Gramm schweren Flussdukaten geprägt. Dass es wirklich nur Flussgold war, ist bei den Münzen sicher. Bei vielen anderen Gegenständen gehen die Meinungen auseinander. In der staatlichen Münzsammlung in München fanden wir auch den Stempel der einzigen Gold-Kronacher Goldmünze. Oft benutzt schaut er wirklich nicht aus. Im Mittelalter stand das Fichtelgebirge im Ruf eines reichen Bergbaureviers, nicht zuletzt durch seine Goldvorkommen. Auch hier ist man sich über die Anfänge der Goldgewinnung nicht im Klaren. Sicher weiß man es erst ab 1350, wo der Goldbergbau hier seine Blütezeit hatte. Allerdings dauerte sie nur 80 Jahre. Dennoch erhob Burggraf Friedrich V. von Nürnberg 1365 den Ort Kronach voll Zuversicht zur Stadt Goldkronach. Wenigstens ließen sich so viele böhmische Bergleute hier nieder und unterhöhlten fachmännisch die Goldkronacher Umgebung. Agricola und Lüna berichten von einer wöchentlichen Goldausbeute von etwa 1500 rheinischen Goldgulden. Doch bald schon lieferten die Erzgänge sehr viel weniger Gold und Silber und der Bergbau ging zurück. Auch spätere Aktivitäten, zum Beispiel unter Alexander von Humboldt, Ende des 18. Jahrhunderts, vermochten das Bergglück nicht mehr zu wenden. Endgültig geschlossen wurden die Gruben aber erst um 1920. Michael Narius war zuletzt noch dabei. Na, Sie sind der letzte Goldkronacher, der im Bergwerk noch war. Der letzte. Erzählen Sie uns doch ein bisschen. Da ist überhaupt keiner mehr da, dass auch die Art, die von auswärts gewesen sind oder so. Da waren er auf der Lanzendorf, da waren er auf der Berneck, da waren Frau Goldmi, da waren ja über 100 Mann beschäftigt. Von Goldkronach, wie viel waren denn da selbst noch bei den 100 Mann dabei? Wie viele Goldkronacher waren es denn zum Schluss? Zum Schluss muss man sagen, waren es vielleicht ein paar 40 Mann gewesen. So. Die sind auch von Goldkronach und Goldmi halt in der Nähe gewesen. Da war ja keine Industrie, war ja da hinten nicht. Ja, und da lebt keiner mehr davon. Da lebt keiner mehr. Der einzige, was man noch gehabt hat, das ist der Wie. Mhm. Und erst vor 4 Wochen habe ich gelesen, in der Zeitung, dass der gestorben ist. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man der Letzte ist aus dieser was Runde? Was will man weitermachen? Gell? Man muss eben abwarten, nach zum Beispiel. Ja. Man kann sich das Leben nicht nehmen. Was waren Sie denn im Bergwerk? Na, also ich war Hauer. Was ist man als Hauer? Was macht als man da? Hauer, na ja, ich habe die Berechtigung gehabt, ich habe überall Sprenger kennen. Ich hätte zum Beispiel, wenn ich in den Wald gegangen wäre oder
Vielleicht irgendwo oder Steinbruch, wo das der Fall gewesen wäre, hätte ich da die Berechtigung gehabt dazu. Aber als Hauer, was haben Sie da gemacht? Na, als Hauer, da haben wir gebohrt, wenn man sagen, die Löcher gebohrt zum Beispiel. Und dann haben wir die Sprengflauring reingetan. Und naja, wenn dann die Lauren gewesen ist, ich meine, Vormittag hat man gebohrt und Nachmittag nachher ist geladen worden, das Zeug, und dann um 1 Uhr ist gesprengt worden. Mhm. Ja. Dann war aber keiner mehr im Bergwerk. Ja, dann mussten ja die Leute raus, weil ja. War ja, wenn man so der Pulverkrug, das Zeich zum Beispiel, da wäre man ja der Stick. Mhm. Dann ist dann die nächste Schicht wieder eingefahren? Das die nächste Schicht ist wieder eingefahren, abends noch wieder. Ne? Wir haben die erste Zeit beim Schachtabteifen hat es ja 4 Schichten gegeben. Mhm. Das sind bloß 6 Stunden gearbeitet worden. Wie heißt das Schachtabteifen? Abteifen. Was heißt das? Na, Schachtbauer. Und wenn man unten zum Beispiel unten in Schacht ist, zum Beispiel, da ist ja der Erzgang. Ja. Ja, der 200 Meter tief ist nur links und rechts schiefe. Das wissen Sie, verstehen Sie, wo schiefe ist. Ja. Ja. Und in der Mitte ist der Erzgang. Ja. Der läuft das wie ein Bach. So läuft der auch, wenn man sagen, wie der möchte auch seine Kurven und so. Und das dauert den Nachgang, den Erzgang. Den ist der Nachgang. Aber von dem Gold, das dort in den Stollen war, haben Sie nie irgendwie nie. Was gesehen, nie. Gefunden, gehört, ja, richtig? Mir hat sich's eingebildet, es waren verschiedene Goldsterne drin. Also, das war, aber die anderen haben gesagt, das wäre Schwefel, die anderen haben gesagt, das ist Gold, was das gewesen ist, was, das weiß man nicht. Gell? Man, da sind wir nicht nachgekommen. Ne? Heute ist es recht ruhig geworden im Zoppatental. Im Brandholz spürt man kaum noch etwas von der ruhmreichen Vergangenheit. Ein paar vielversprechende Straßenschilder und Wegweiser, die ohne Ziel bergaufwärts führen, in alten Gehöften enden. Vergessene Idylle. Ganz vergessen jedoch haben die Preussag AG und einige Studenten der Technischen Universität München diese Gegend und ihre Schätze nicht. Nahe Bad Steben, einige Kilometer nördlich von Hof, werden hier im Wald wieder geologische Untersuchungen gemacht. Entlang einer vielversprechenden Erdschicht werden Linien gesteckt, alle 10 Meter markiert, und dort setzt der Schneckenbohrer an. Einen Meter tief dringt er in den Boden und fördert die Masse heraus. Die untere Schicht wird aufgehoben und später untersucht. Die Humusdecke ist uninteressant. Diese Bohrkerne stammen aus einer Turmbohrung. Die kann bis zu 300 Meter tief reichen. Die Gesteinszylinder halbiert man. Mit Wasser befeuchtet lassen sich Gesteinsformationen auch mit dem Auge erkennen. Farben entstehen und Flimmerchen funkeln.
Die eine Hälfte wird aufbewahrt, die andere zertrümmert und dann fachmännisch getrennt, bis nur noch eine 100-Gramm-Menge übrig bleibt. Diese wird dann im Packerl nach England ins Labor geschickt. Die komplizierten Untersuchungen können bis zu 6 Monaten dauern. Und was macht man in der Zwischenzeit vor Ort? Gold waschen. Denn die alten Methoden haben halt doch Bestand. Und so sind wir am Ende und doch wieder am Anfang. Und schauen noch einmal auf Passau hinunter, wo die ansässigen Goldschmiede vor mehr als 1000 Jahren auch knöcheltief im Wasser standen und begierig die Augen auf die Goldflinserl richteten.